Guten Morgen, Abend oder Mittag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Elex. Ja, wir haben alles für die Flucht vorbereitet. Eli, wegen der Flucht, hör auf. Ih, der hat mich angepickelt. Wegen deiner Flucht. Ich habe, was du wolltest. Damit bin ich dem Ziel einen Schritt näher. Und jetzt gib mir einen Moment. So. Geile Rüstung. Das sollte reichen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich suche meinen alten Freund auf, dann verziehe ich mich von hier. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Geh du vor das Tor. Ich sag deinem Freund, er soll sich dort mit dir treffen. Du reißt dir weiterhin den Arsch für mich auf? Gut, dann wollen wir es so halten. Bis irgendwann und danke. Ich frage mich immer noch, ob das ein Fehler ist oder nicht. Deswegen habe ich ihn jetzt gesagt, er soll vor dem Tor warten. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wir gehen jetzt mal kurz. Wir haben ja noch Quest, endgültige Vorkehrungs. Zack. Wir gehen jetzt nochmal zu ihm. Zum Wolf. Hoffen, dass... Es ist halt kacke. Ah, was machen wir? Was machen wir? Ihn zu töten ist falsch, aber... Eli ist frei. Wo ist er jetzt? Er hat sich vor das Tor begeben und wartet dort auf dich. Moment! Ich kann ihn doch nicht zur Strecke bringen. Sieh mich doch an! Du musst das machen. Ich dachte, das wäre klar. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Bring es also zu Ende. Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich will ihn aber nicht zur Strecke bringen. Wir gehen jetzt mal vors Tor und reden mal mit ihm, was wir machen können. Vielleicht ist der Verhandlungsbedarf da. Wo ist der eigentlich? Sollte der mir nicht entgegenkommen jetzt langsam mal? Ja, der läuft. Können wir irgendwo übernächtigen, dass das alles mal ein bisschen Schritt schneller geht? Hi. Der will nicht mit mir reden. Hatten wir nicht irgendwo ein Bett vor der Tür? Mit dem Händler? Was ist das denn? Das habe ich hier noch nie gesehen. Bist du was, wo ich meine neue Waffe mit ausprobieren kann? Ich habe eine neue krasse Waffe. Ich weiß nicht, wie viel Leben der normal hat. Oh Gott, der macht gut Damage. Okay, wir leben noch, komischerweise. Nein! Wir hätten den wahrscheinlich besiegen können. Egal. Das wird wahrscheinlich eine Quest sein, das Ding. Ich weiß nicht, ob unsere Waffe jetzt viel Schaden macht oder ob das einfach nur lächerlich ist. Oh, guck mal, da kommt er ja. Jetzt nicht. Ich warte jetzt erstmal, bis er vorgelaufen ist. Warte, wenn ich speichere und lade, ist er deutlich weiter, glaube ich.
Nee, ist er nicht. Okay. Hätte ja sein können. Na, auf mal schneller. Was ist denn los mit dir? Wo zum Henker bleibt er? Hast du mir nicht gesagt, du würdest unseren gemeinsamen Freund vor das Tor bringen? Die Sache stinkt doch. Und auf mein Gefühl ist noch immer Verlass gewesen. Ich stiefel da jetzt wieder rein. Aber vorher werde ich dich entsorgen. Du taugst zu gar nichts. Jetzt bist du dran. Du hast mir gerade die Entscheidung abgenommen, ob ich dich am Leben lassen soll. Oder auch nicht. Ach, wir sollten mal anfangen, voll live zu kämpfen. Zwei müssten reichen. Okay, der Typ nimmt mir die Entscheidung ab, der ist einfach nur unhöflich. Und unsympathisch. Speichern. Wo zum Henker? Ja, ja. Ich. Jetzt bist du dran! Was? Wie überpowered ist der Typ? Jetzt bist du dran! Weißt du was? Der Tod von Ellie wird die Geschichte verändern. Ja, schön! Ellies Waffe. Irgendwie, die Waffe ist strange. Plus 22, Alter. Trägt deutliche Gebrauchsspuren und wurde wohl schon oft benutzt. Wow. Naja, wird mal wieder die Geschichte verändern, ist klar. Das mit dem Elixir-Richtigen ist doch schon erledigt, oder bin ich bescheuert? Ach, das war die Quest, mehr musste ich nicht machen. Schön, dass ich die Geschichte beeinflusse, wie immer halt. So, wir gehen jetzt trotzdem nochmal zu dem anderen. Ganz ehrlich, hätten wir das nicht gemacht, hätte er ihn wahrscheinlich ihn umgebracht. Ganz ehrlich mal. Eli ist tot. Das ist die beste Nachricht, die ich in letzter Zeit gehört habe. Hier, nimm das. Wenn dir einer der Suggesturen einen Strick daraus drehen will, dass du deine Finger mit im Spiel hattest, sollte ihn das beruhigen. Kann sein, dass es nicht reicht, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Womit denn? Okay. Ganz ehrlich, egal. Wir haben die Quest erledigt. Unser Job ist hier getan. Warum ist der Reinhold eigentlich noch markiert? Ich habe die Quest doch fertig. Ich gehe jetzt nochmal darüber schnell. Ich will wissen, warum der Typ markiert ist. Ich habe die Quest doch fertig. Was ist dein Problem? Nee. Warte, was ist, wenn ich möchte Kleriker mache? Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Lass mal sehen. Die Sache mit Dietrich war gute Arbeit. Die Hintermänner des Elixhandels zu finden, hatte oberste Priorität. Aber all das beiseite. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, im Sinne Kalans zu handeln. Und wir sind dringend auf gute Männer angewiesen. Wenn du möchtest, werde ich dich zum Akolyt der Kleriker ernennen. Aber denke daran, dich Kalan zu widmen, ist eine endgültige Entscheidung. Bist du dir also sicher, dass du Kleriker werden willst?
Ich denke noch mal darüber nach. Ich denke noch einmal darüber nach. Wie du willst. Aber lass dir nicht allzu viel Zeit damit. Wir haben eine Errungenschaft dafür bekommen. Das war gut, dass wir die doch noch abgeschlossen haben. Weil das hat jetzt gerade 3000 heftige Erfahrungen gegeben. Was gerade mal ein halbes Level ausmacht. Aber egal. Okay, so weit, so gut. Wir speichern mal ab. Gut, dann ist die Questreihe hier eindeutig abgeschlossen. Also in da noch die Alps-Hauptmission. Der Big Bang. Der Bau des Big Bang soll vorangetrieben werden. Ich soll mich um dabei einige Dinge kümmern. Die Frage ist, mache ich die Scheiße noch? Das ist Hauptstory. Hauptstory. In der Macht aller, in der Mitte aller Länder gibt es eine strategisch günstige Anlage, eine Festung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Doch es könnte bei meinen Unternehmen guter Schutz sein. Ich sollte versuchen, die dort ansässigen Menschen davon überzeugen, für mich zu kämpfen. Mhm. Ja, das ist klar. Gefährten. Hey, hier, Steckbrief, das wissen wir halt. Blechdose, stimmt, den müssen wir doch retten, den Crownie. Oh, aber das ist halt echt schwer damit. Böses Mädchen. Haben wir auch noch. Edan, gesetzte Berserker, haben wir auch noch. Töte die Eindringlinge. Mache ich das mit dem Big Bang noch oder gehe ich jetzt nochmal kurz nach zurück zu den nach Berserkern und guck mal, was da noch so offen ist? Ich würde sagen, wir machen das mal so weit, bis wir uns da anschließen könnten, rein theoretisch. So leset die Schriften des Propheten Avid, auf dass ihr erleuchtet werdet. Haben wir da nicht auch noch andere Missionen, sowas wie, ne, anschließen? Wir porten uns jetzt auf jeden Fall mal nochmal dahin. Der Prophet gab uns die... Wie sieht's aus? Hier waren wir ja schon ewig nicht mehr. Was ist, wenn ich Berserker werden will? Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Ich bin bereit. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Okay, krass. Wir haben da eine Quest. Das war... Jetzt mal rein logisch betrachtet, du startest ja hier in dem Dorf. Das ist im Prinzip diese Quest dafür, dass du die anderen Dörfer trotzdem kennenlernst, auch wenn du es nicht willst. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich kann diese Aufgabe auch jemand anderem übertragen, wenn dir das lieber ist. Aber dann wird sich dir niemals die Möglichkeit bieten, uns beizutreten. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Deinetwegen sind gute Leute gestorben. Nur weiter so, wenn du das Vertrauen in dich schmälern willst. Ups. Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Du hast Rogar gefunden und uns berichtet. Das spricht für dich. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Die Sache mit Hakon vergessen wir am besten ganz schnell wieder. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein.
Wenn ich das so zusammenfasse, hast du uns mehr Probleme bereitet als gelöst. Meine Leute sind nicht gut auf dich zu sprechen. Einige fordern bereits, dass ich dich aus der Stadt verbannen sollte. Oder Schlimmeres. Ich rate dir, dass du deinen Namen wieder reinwäschst. Solange das nicht geschehen ist, ist es dir untersagt, in Goliath Handel zu treiben. Und nur für den Fall, dass du dich uns anschließen willst, vergiss das schnell wieder. Bevor ich nicht von deinen Absichten überzeugt bin, wird daraus nichts. Scheiße! Was habe ich getan bei dem? Wie kann ich euer Vertrauen zurückerlangen? Du wirst ein paar gewichtige Fürsprecher brauchen. Das Wort einiger Setzer reicht da nicht aus. Such die Warlords auf. Sie werden dir die richtigen Aufgaben stellen. Das ist alles? Sie auf deiner Seite zu wissen, ist schon eine ganze Menge. Es kann natürlich auch sein, dass sie dich auf der Stelle hinrichten, aber das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Wie bekomme ich dein Vertrauen? Bring mir die Köpfe der anderen Gemeinschaften. Das sollte als Beweis genügen. Ist das dein Ernst? Da fangen deine Knie an zu zittern, was? Aber lassen wir den Unfug. Ich will, dass du den von dir angerichteten Schaden mit Elixir aufwiegst. Dann sollst du mein Vertrauen bekommen. 2000 Splitter! Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Haben wir schon getan? Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Dann verrate mir mal, warum ich von den Setzern nur Beschwerden zu hören kriege. Nach allem, was ich raushöre, hast du ihnen irgendeinen Fraß aufgetischt. Es wird Tage dauern, bis sie wieder ihre volle Leistung bringen. Und meine Belohnung? Du? Eine Belohnung? Sei froh, dass ich dir nicht das bisschen Elixit abknöpfe, das du bei dir trägst. Was haben wir getan? Was haben wir mit dem Irdor da gemacht, Mann? Das ist dem, wo wir das vergammelte Fleisch gegeben haben, oder? Oh Gott. Ja. Das sollte reichen als Vertrauensbeweis. Zufrieden bin ich damit zwar nicht, aber es ist weitaus mehr, als ein Setzer zum Leben hat. Gut, das soll mir reichen, aber meine Stimme allein reicht nicht, dass das klar ist. Abgeschlossen, 100 XP. Alter, was haben wir alles getan in unserer Abwesenheit, dass die uns alle so hassen? Okay, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch mehr mit dem reden. Hi! Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Fort gewesen. Ich bin im Vor gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hätte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Danke. Ich war im Relikt von Abessa. Was geht dort vor sich? Die Stadt ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Und ich hatte die Stille, die von dort ausgeht, stets als Zeichen von Kriegsvorbereitungen gedeutet. Aber jetzt stellt sich die Lage völlig anders dar. Hier, das ist für dich. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Danke. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug.
Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Ja, warum nicht? Ich brauche XP. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Ich bringe Neuigkeiten. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Das Weltenherz steht. Wie lange, weiß ich nicht. Was soll diese Antwort? Ich habe ihm doch einen Setzer zur Seite gestellt. Den kannst du von der Liste streichen. Ich will verdammt sein. Gerade die Landesgrenze zu Abessa galt als sicher. Stattdessen darf ich mich jetzt auch noch mit diesem Problem rumschlagen. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halte ich einfach südlich der Kuppelstadt. Das haben wir ja schon. Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wir haben es geschafft, ihren Konverter zum Schweigen zu bringen. Noch immer ragt seine drohende metallische Ruine im Norden über unser Land. Er erinnert uns daran, wer der wahre Feind allen Lebens ist. Die Alps selbst werden nicht mehr so häufig in Edan gesehen. Scheinbar sammeln sie ihre Kräfte weit im Norden. Wer weiß, wann sie zurückschlagen. Hin und wieder werden die Separatisten, eine rebellische Splittergruppe der Alps, vor Goliath gesehen. Doch sie scheinen keine Bedrohung zu sein. Sie kämpfen offenbar ihren eigenen Kampf gegen die Alps. Ja, und die sind auch nett, das solltet ihr euch merken. Die Separatisten sind freundlich. Boah, haben wir jetzt viel mit dem gelabert. Ah, ist da viel passiert. Holy shit. Ja, der hasst uns. Technikkram. Bäh. Entschuldigung. Das ist doch immer das Gleiche mit diesen. Wenn das nicht wäre, wären die ja eigentlich echt sympathisch, weil die haben erkannt, der Krieg gegeneinander ist dumm. Die Alps sind der Feind, ist ja auch so. Das ist auch unser Feind. Punkt. Oh. Oh, wie sieht's denn aus? Wiedergutmachung. Ich muss zu den Warlords und ihre Zustimmung verdienen. Ich habe mir schon viel Scheiße gebaut, hä? Dann gehen wir mal zu den Warlords und holen uns deren Zustimmung. Hey, bist du ein Warlord? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Sorry. Okay, ich würde sagen, das machen wir bei der nächsten Folge. Dann machen wir mal die Wiedergutmachungstour-Quest. Mal sehen, wie es damit abläuft. Okay, danke schön fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder. Bis dahin eine Kälte neutral. Okay, schöne Zeit.